Wir haben einen Lösungsansatz für alle unmittelbar Betroffenen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wie, was und wo, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Gefällt dir das Video? Lass ein Abo da. Täglich haben wir Nachfragen von besorgten Leuten, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Die Arbeitgeber drohen mittlerweile, damit die Leute zu suspendieren, zahlen keinen Lohn mehr. Ist das Ganze rechtmäßig? Wie verhält man sich als Betroffener? Also, erstens ist es so, dass der Arbeitgeber gar kein Recht dazu hat. Aus dem Infektionsschutzgesetz ergibt sich nur die Verpflichtung des Arbeitgebers für alle die, die bereits ein Arbeitsverhältnis hatten bis zum 15.03.2022. Da darf der Arbeitgeber einfach nur dem Gesundheitsamt den Impfstatus melden. Mehr darf er nicht. Der Arbeitgeber hat also kein Recht, ein Berufsverbot auszusprechen, zu kündigen deswegen oder keinen Lohn zu zahlen oder zu suspendieren. Sollte das in irgendeiner Art vorkommen, sofort anwaltliche Hilfe holen, gerne hier an die office@mingers.law wenden. Wir haben schon zig solcher Verfahren geführt. Das gewinnt ihr auf jeden Fall arbeitsrechtlich. Die zweite Ebene ist die des Gesundheitsamtes. Und glaubt mir, die Gesundheitsämter sind völlig überlastet. Die freuen sich am wenigsten über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchgewunken wurde. Die haben gar keinen Kopf mehr für irgendwas. Das heißt, wenn man die viel beschäftigt, was wir Anwälte ja können mit Schriftsätzen und so weiter, dann zieht sich das Ganze. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist zunächst einmal begrenzt auf den 31.12.22. Das heißt, man muss sich über diese Hürde, über diese zeitliche Frist, bis dahin muss man sich retten. Als erstes kommt in der Regel ein Aufforderungsschreiben des Gesundheitsamts, eventuell ein Anhörungsschreiben. Da gibt es keinerlei Verpflichtung, darauf zu reagieren. Auch da kann man schon einen Anwalt einschalten. Danach kommt, wenn man dann sich nicht impfen lässt, in der Regel ein Bußgeldbescheid. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass ein solches Bußgeld auch in dieser Höhe durchgeht. Es wird entweder völlig verworfen oder es bleibt bei einem geringen symbolischen Betrag. Dann kann es zu einem Berufsverbot kommen. Auch da haben wir noch keinen einzigen Fall gehabt. Also, wenn vom Gesundheitsamt Bescheide kommen, dann sind die mit einem Rechtsmittel versehen. Dagegen kann man sich wieder wehren und die haben in der Regel dann auch vom Gesundheitsamt die Bescheide, vor allem die Bußgeldbescheide, haben eine Rechtsmittelbelehrung. Wenn man dagegen Rechtsmittel einlegt, haben die in der Regel eine aufschiebende Wirkung. Das heißt, da kann man sich zuerst streiten und am Ende bezahlen. Das heißt, auf jeden Fall immer Rechtsmittel einlegen, um das Ganze zu verzögern. Da kann man auch mit einer einstweiligen Verfügung arbeiten als Anwalt, aber da geht es vor allen Dingen darum, die Gesundheitsämter und die Behörden zu beschäftigen, um den 31.12. zu erreichen. Solltest du da Hinweise, Tricks oder sowas brauchen, schreib eine Mail an die office@mingers.law. Wir sind damit gerade täglich beschäftigt und das funktioniert. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.